Dobrý den. Dobrý den. Tak já prosím stručně, že se... Zu dem ersten Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft. Das ist eine große Innovation, weil wir es schaffen, neben all den Zusammenkünften, die wir haben als Europäische Union zum Beispiel, im Rahmen der OSZE, im Rahmen des Europarats, an viele anderer Zusammenkünfte auch ein Treffen zu schaffen, wo die Staats- und Regierungschefinnen und Regierungschefs sich unterhalten können, einen ganzen Tag lang in verschiedenen Formaten und einfach frei von einer Tagesordnung und von der Notwendigkeit, Beschlüsse zu fassen, über die gemeinsamen Anliegen, die wir in Europa haben, zu sprechen. Das ist gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung, das ist gut für die ökonomische Entwicklung und für die Prosperität. Und selbstverständlich ist es auch gut, weil die Europäische Union dann auch ihre Beziehung zu ihren Nachbarn, von denen viele ja auch Mitglieder der Europäischen Union werden wollen, verbessern kann. Klar, das ist jetzt ein Treffen, das nicht losgelöst gedacht werden kann von dem russischen Angriff auf die Ukraine. Aber es ist eben auch gut zu sehen, dass wir alle gemeinsam auf sehr unterschiedliche Weise aber doch die Ukraine unterstützen, finanziell, mit humanitärer Hilfe und viele eben auch mit Waffenlieferungen, so wie Deutschland das tut. Und ich glaube, es ist schon sehr sichtbar, dass alle, die hier zusammenkommen, wissen, der russische Angriff auf die Ukraine ist eine brutale Verletzung der Sicherheits- und Friedensordnung, die wir in den letzten Jahrzehnten in Europa hatten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Angriff zurückweisen, dass wir nicht akzeptieren, dass ein Teil des Nachbarlandes annektiert wird. Und wir werden auch die ganzen Referenden nicht akzeptieren. Für uns wird auch eine Rolle spielen, wie können wir die Folgen dieses Angriffskriegs für die Weltgemeinschaft begrenzen. Da geht es für viele um Hunger, wenn wir gerade an die Länder Afrikas, Asiens in vielen Fällen denken. Das ist gut, dass wir möglich gemacht haben, dass wieder Exporte stattfinden können. Aber es geht selbstverständlich auch um die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die Energieversorgungssicherheit für alle Länder gewährleistet bleibt und dass die Preise für Energie dramatisch sinken. Das müssen sie, das werden sie und darüber werden wir uns auch in den verschiedenen Formaten heute und dann auch morgen im Rahmen unserer Zusammenkünfte in der Europäischen Union unterhalten. Was sagen Sie denn zu der Kritik am deutschen Doppelbonus? Es ist sehr gut, dass alle Länder etwas machen, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Und deshalb gibt es zwei Dinge, die man tun muss. Einmal sich unterhaken und darüber diskutieren, wie wir die zu hoch gestiegenen Preise für Gas zum Beispiel auf dem Weltmarkt wieder runterkriegen. Das betrifft nicht nur Europa, das betrifft auch unsere Freunde in Japan und Korea zum Beispiel und viele andere, die Gas einkaufen. Da müssen Angebot und Nachfrage zum Ausgleich gebracht werden und die Preise dramatisch sinken. Das wird ein großes Thema sein. Und selbstverständlich ist in der Zeit, in der die Preise noch nicht da unten angelangt sind, wo sie hingehören, es wichtig, dass alle Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Wir haben jetzt viele Entlastungen für unsere Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht und viele auch schon umgesetzt. Wir werden mit der Entscheidung für unseren Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und die Bereitschaft, 200 Milliarden Euro einzusetzen in 2022, 2023 und 2024, eine gute, umfassende Entlastung vieler Bürgerinnen und Bürger und vieler Unternehmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen hinkriegen. Aber wir wissen ja, viele andere machen sowas Ähnliches jetzt und in den nächsten Jahren. Herr Bundeskanzler, erwarten Sie sich dann von dem Treffen heute auch so etwas wie eine politische Architektur der europäischen politischen Gemeinschaft oder wird es bei diesen informellen Gesprächen und einem schönen Foto der europäischen Politik bleiben? Das ist von vornherein ganz klar verabredet. Es geht nicht darum, eine neue Institution zu schaffen mit Verwaltung, Bürokratie, mit vielen, die vor- und nachbereiten, sondern es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefinnen miteinander sprechen. Und dieser Charakter sollte auch beibehalten werden.
Denn ich glaube, das lebt davon, dass man sich auf diese Weise miteinander trifft, dass viele zusammenkommen können. Und wir würden etwas Falsches machen, wenn wir jetzt neben all die institutionellen Strukturen noch eine weitere packen würden. Es geht darum, dass das in einer guten Regelmäßigkeit stattfindet und dem Gespräch in Europa dient, das ja wichtig ist dafür, dass wir gut miteinander in die Zukunft kommen. Are you going to discuss the pipeline with President Macron today? The Midcat pipeline? Ich glaube, wir werden über viele Fragen reden in diesen und heute und morgen, und da gibt es viele Fragen zur Energiesicherheit, die eine Rolle spielen, und selbstverständlich ist eine Frage dabei, wie wir unsere europäischen Strukturen und Infrastrukturen ausbauen. Wir wissen, überall müssen wir die Infrastrukturen verbessern. Das gilt für Mittel- und Osteuropa, das gilt für Süd- und Mitteleuropa, das gilt für West- und Mitteleuropa, das gilt für Nord- und Mitteleuropa. Das gehört schon dazu, dass wir ein europäisches Netz bauen. Beim Stromnetz ist das wichtig, beim Gasnetz, beim künftigen Wasserstoffnetz auch. Im Übrigen danke ich Ihnen allen dafür, dass Sie hier sind. Schönen Dank. Ja, dann belassen.